Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist eben notwendig, hier im Plenum des Hessischen Landtags öfter eine Grundsatzdebatte zur Frage der Wohnungspolitik zu führen, Frau Kollegin Förster-Heldmann von den Grünen, weil man vermelden muss, in Hessen nichts Neues. Die Lage am Miet- und Wohnungsmarkt, die ist nach wie vor katastrophal. Mieten steigen und steigen. Menschen werden aus ihren Wohnungen verdrängt. Bezahlbarer Wohnraum ist mindestens einmal in den Ballungszentren in größeren Städten Mangelware. Obendrauf kommt jetzt noch die Corona-Pandemie, deren Folgen für die Mieterinnen und Mieter noch immer nicht ganz abzusehen sind. Als Antwort auf diese Misere haben wir in den vergangenen Plenardebatten immer wieder gehört. Heute waren die Stimmen ein bisschen leiser. Bauen, bauen, bauen. Ja, gebaut wird. Auch das haben wir öfter hier diskutiert, nur leider halt völlig am Bedarf vorbei. Es entstehen zwar tausende teure Eigentums- und tausende teure Mietwohnungen, aber eben nicht der Wohnraum, der wirklich gebraucht wird. Und entgegen den vergangenen Ausführungen, Frau Kollegin Förster-Heldmann, wo Sie ja nun schon auch immer gesagt haben, na ja, man darf sich's aber mit den Playern auf dem Wohnungsmarkt nicht verderben, und heute sagen, nein, wir wollen ja als Grüne auch nicht, dass der Markt alles regelt, bleibt der Eindruck, dass diese Landesregierung bei der Lösung der Wohnungsfrage vor allem auf den Markt und auf die privaten Player setzt. Und die lösen nicht die Probleme auf dem Wohnungsmarkt, sondern sie schaffen sie erst. Das ist unsere feste Überzeugung. Deswegen wollen wir zur Lösung der Probleme eine konsequente öffentliche Förderung auch für bezahlbaren Wohnraum, für eine soziale Wohnraumversorgung, für die vielen Menschen ohne hohes Einkommen, bei denen der freie Markt eben systematisch vorbeibaut. Und wenn Herr Lenders sagt, na ja, es gibt auch Leute, die eine dringende bezahlbare Wohnung brauchen, die aber zu viel verdienen für eine Sozialwohnung, dann wäre ja meine erste Maßnahme, es endlich umzusetzen, was Schwarz-Grün nun schon lange verkündet hat, dass es den zweiten Förderweg eben nicht nur in einem Regierungspräsidium gibt, sondern eben auch für ganz Hessen. Auf diese Maßnahme warten wir jetzt schon seit vielen, vielen Monaten. Aber schauen wir uns noch einmal die Zahlen an. Und die sind ja wichtig. Und da kann man auch nicht einfach so leichtfertig hier von einer leichten Delle reden. Wir wollen uns die Zahlen des sozialen Wohnungsbaus in Hessen anschauen. Und da warten wir auch noch immer auf die Antwort auf unsere Kleine Anfrage. Aber unsere Bundestagsfraktion, die hat ja schon Zahlen vorgelegt, über die sind berichtet worden. Und die zeigen, dass auch im Jahr 2019 keine Trendwende gelungen ist, trotz den immer wieder mantraartig hier vorgetragenen Rekordfördersummen. Weiterhin fallen mehr Wohnungen aus der Sozialbindung als neue hinzukommen. Das ist die traurige Bilanz der schwarz-grünen Landesregierung. Waren es 2018 noch 80.300 Sozialwohnungen, so sind es ein Jahr später nunmehr 79.728. Zum Vergleich, im Jahr 2014 waren es noch über 111.000 solcher Wohnungen. Das macht ein Minus von über 31.000 Wohnungen in sechs Jahren schwarz-grün. Das, meine Damen und Herren, ist auch keine leichte Delle von irgendwann, sondern das ist eine Katastrophenbilanz, für die die CDU und Grünen hier im Land politische Verantwortung tragen. Aber, und diese kritische Bemerkung, die muss auch erlaubt sein, den Niedergang des sozialen Wohnungsbaus in Hessen, der ist nicht allein in der Verantwortung der Landesregierung. Auch die Koalition im Bund, die tut zu wenig, um da entgegenzusteuern. Im Gegenteil, dieses Jahr hat die Koalition die Ausgaben für die soziale Wohnraumförderung um ein Drittel reduziert, von 1,5 Milliarden in den Jahren zuvor auf jetzt nur noch 1 Milliarde. So geht der schon ohnehin dramatische Rückgang nur noch nahtlos weiter. Das finden wir falsch. Also, auch wenn die Bundespolitik hier eine große Mitverantwortung trägt, dürfen sich aber Grüne und CDU nicht aus der Verantwortung stehlen. Und natürlich wäre es notwendig, das hessische Wohnraumfördergesetz endlich zu verändern. Und es ist auch vollkommen richtig, wie es im heutigen Gesetzentwurf der SPD gefordert wird, die Nachwirkungsfrist im Falle einer vorzeitigen freiwilligen Tilgung von Förderdarlehen wieder auf 10 statt der bisher 5 Jahre zu verlängern. Ich finde, wir dürfen es den
Herr Kollege Lenders, wir dürfen es den Investoren nicht so leicht machen, sich aus ihrer sozialen Verantwortung rauszukaufen, die ohnehin begrenzte Zeit der sozialen Zwischennutzung im sozialen Wohnungsbau durch eine vorzeitige Rückzahlung der Kredite weiter zu verkürzen. Ich kann verstehen, dass Ihnen das alles ganz gut gefällt, weil es für die Privaten attraktiv ist. Das haben Sie ja auch gesagt. Aber für uns ist nicht der Maßstab, was für die Privaten attraktiv ist. Für uns ist der Maßstab, was den Mieterinnen und Mietern hilft. Und da müssen wir wegkommen von dieser sozialen Zwischennutzung. In der Vergangenheit sahen das übrigens auch die Grünen so. Frau Kollegin Barth von der SPD hat ja darauf heute schon hingewiesen. Und auch Kollege Lenders, FDP, hat es erwähnt. 2012 hat die CDU und die FDP gemeinsam die Frist verkürzt. Und damals sprach der Abgeordnete Kai Klose hier in der Plenardebatte und sagte am 26. Juni 2012, diese Maßnahme sei, Zitat, eine Grußadresse an die vermeintlich eigene Klientel, in diesem Fall die Wohnungswirtschaft. Jetzt kommt es nicht oft vor, dass wir in den Debatten hier zur Wohnungspolitik den Grünen, den hessischen Grünen in wohnungspolitischen Fragen zustimmen, aber hier muss ich es ausdrücklich tun. Es ist sehr richtig. Der Kollege Klose hat es auf den Punkt gebracht. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, lassen Sie Ihren Worten Taten folgen. Machen Sie Schluss mit der Klientelpolitik für die Immobilienwirtschaft. Verlängern Sie die Nachwirkungsfrist wieder, und das am besten gleich auf 12 Jahre, so wie es SPD, Linke und Grüne in Berlin gemacht haben. Klar ist aber auch, diese Maßnahme allein wird es nicht, richten. Und wie Herr Frömmrich genau weiß, wollten die Grünen noch viel mehr verkaufen. Insofern ist der Ansatz, und da gucken wir uns das noch einmal an, ja, die Grünen wollten viel mehr verkaufen. Und die Grünen tragen die Verantwortung für den Verkauf der Eisenbahner auch in Hessen, die heute bei Vonovia sind und die dann auch noch von der Erbpacht profitieren. Das ist eine Schande. Da sollten sich die Grünen mal an die eigene Nase fassen, statt hier wohlfeile Reden im Parlament zu führen. Herr Frömmrich, was wir brauchen, ist eine Offensive im sozialen Wohnungsbau. Wir wollen Schluss machen mit der sozialen Zwischennutzung. Wir wollen, dass die Bindungen länger sind, dass die Bindungen nicht befristet einfach nach 20 Jahren, nach 10 Jahren oder dann noch kürzer ablaufen, dass damit sich Unternehmen von sozialen Verpflichtungen freistellen und freikaufen können. Hier besteht dringender Änderungsbedarf am Wohnraumfördergesetz, aber dieser Änderungsbedarf, der geht noch viel weiter, und das werden wir hier in diese Debatten reintragen, ob es den Grünen passt oder nicht.